Alle reden von der Jugend, aber keiner weiß wirklich Bescheid. Die Wirtschaft sucht sich zahlungskräftige Kundschaft, die Politik will ihre Stimmen und die Medien haben Angst, sich das Publikum zu verlieren. Jeder will also etwas von ihnen, doch was will die Jugend? Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Jury, mein Name ist Markus Stadler und ich habe mich für meine heutige Rede mit dem Thema die Zukunft der Jugend in der Europäischen Union auseinandergesetzt. Ich persönlich war immer schon ein großer Befürworter der EU und habe stets die Entwicklungen mitverfolgt. Das Thema Europa interessiert mich aber auch schon deswegen, weil ich nur ca. 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wohne und ich Wörter wie Grenzbalken oder Zölle nur aus Erzählungen kenne. Für meine Generation hat es nie was anderes als den freien Personen- und Warenverkehr gegeben. Doch wie schnell genau solche Freiheiten Geschichte sein können, wurde mir erstmals zu Zeiten der Flüchtlingskrise klar, als plötzlich bei der Grenze wieder Polizisten gestanden sind und jedes Auto kontrolliert haben. Das war für mich damals ein wirklich sehr bedrohliches Bild. Und nun hat das Coronavirus die Grenzen zur Gänze geschlossen. Ja, die Probleme, die sich die EU stellen muss, sind sehr vielfältig. Eine Coronavirus-Pandemie ist uns da jetzt gerade noch abgegangen, denn schließlich hat ja die EU die Flüchtlingskrise oder auch den Brexit noch nicht einmal richtig verdaut. Viele Menschen kritisieren die EU, teilweise natürlich auch zu Recht, denn gerade in Zeiten wie diesen gibt es keine EU-weite Lösung und jeder Staat handelt für sich selbst. Doch ist das nicht genau das Grundprinzip der Europäischen Union? Eigenständige Staaten, die zwar zusammenarbeiten, aber trotzdem ihre Souveränität nicht verlieren wollen. Betrachtet man das Ganze aus diesem Blickwinkel, so bemerkt man, dass es speziell in solchen Zeiten wirklich schwierig ist, eine echte europäische Lösung durchzusetzen. Gerade aufgrund solcher Situationen stellt sich für mich persönlich schon immer wieder die Frage, was wir als junge Generation in Europa dazu beitragen können, dass es auch für uns in eine glorreiche und glänzende Zukunft geht. Um diese Frage beantworten zu können, muss man aber zuerst einmal die Meinung der Jugend gegenüber der EU kennen. Wie ich eben schon eingangs sagte, was will die Jugend? Dazu wurde im April 2016 von der European Broadcasting Union, also dem Dachverband der öffentlich-rechtlichen Sender, eine sehr interessante Studie unter dem Namen Generation What durchgeführt. Für diese Studie wurden 149 Fragen ausgearbeitet, zu denen Jugendliche aus ganz Europa ihre Meinung über das Internet abgeben konnten. In Österreich haben sich damals beachtliche 90.000 Jugendliche an dieser Umfrage beteiligt. Als kleiner Vergleich, das sind ungefähr so viele Personen, wie die Stadt Klagenfurt Einwohner hat. Die Auswertungen dieser Studie ergaben, dass 88% der Teilnehmer zum Beispiel kein Vertrauen mehr in die Politik oder religiöse Institutionen haben. Auch das Vertrauen in die Medien lässt sehr zu wünschen übrig. Bei den Ängsten rangiert mit 47% die Angst vor Terroranschlägen an erster Stelle, dicht gefolgt von der Angst vor sozialen Unruhen mit 39%. Schließlich glauben auch 83%, dass die Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich im Land immer größer wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja eh klar, kein Vertrauen in die Politik, jammern, aber nichts dafür da will. Doch wie schon unser Bundespräsident zu Zeiten der Ibiza-Affäre zu sagen pflegte, so sind wir nicht. Denn laut dieser Studie gibt es auch eine andere Seite von uns Jugendlichen. 30%, also beinahe jeder Dritte, hat sich nämlich schon einmal im Rahmen einer Hilfsorganisation engagiert und weitere 46% können sich ein derartiges Engagement vorstellen. Der Grund dafür liegt wiederum darin, dass 81% der Teilnehmer der Meinung sind, dass es ohne Solidarität im Leben einfach nicht geht. Da sieht man also, dass sich die Jugend sehr wohl engagieren möchte, doch das Problem ist einfach nur, dass sie in der politischen Arbeit keine Solidarität mehr mit den Bürgern zirkt. Auch jedoch sehr interessant ist, dass nur 16% aller Teilnehmer für einen Austritt ihres Landes aus der EU stimmen würden. Auch in Österreich sind über 70% für einen Verbleib Österreichs in der Europäischen Union. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Jugendlichen in Bezug auf die EU oft einfach nur falsch informiert sind, denn frei nach dem Motto Bad News are Good News kommen leider oft nur die Fettnäpfchentreter ans Tageslicht. Wo es aber die Politiker in den vergangenen 27 Jahren und natürlich auch noch viel weiter darüber hinaus bereits geleistet haben,
wird heutzutage oft als selbstverständlich hingenommen und einfach nicht mehr geachtet. Ich sage aber nur, 70 Jahre Frieden, arbeiten, studieren, wohnen, wo ich will, keine Zollkontrollen, einheitliche Roaminggebühren, ein wichtiger Player im globalen Weltmarkt, ein Gegengewicht zu den Großmächten USA, Russland und China und vieles mehr. Kann man genau diese Errungenschaften wieder in das richtige Licht rücken, dann glaube ich auch, dass wir genug Jugendliche finden würden, die auch dazu beitragen wollen, dass das Projekt EU nicht nur eine Episode, sondern ein Projekt über Generationen hinweg bleiben kann. Somit würde ich also sagen, wie es auch in einem viel zitierten Spruch heißt, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Stehen wir auf, tun wir was und geben wir Gas.